Moin und Servus zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal, Freunde. Ja, heute gibt's mal wieder etwas ganz, ganz Besonderes für euch. Und zwar das allererste Video zu EA FC 24. Der Nachfolger von FIFA 23, EA FC, ist natürlich bekannt. Der Name wird sich ändern. Man könnte es auch FIFA 24 nennen, aber der richtige Name ist, wie gesagt, EA FC. Und dieses Video wird alle neuen Inhalte und alle News, die ihr wissen müsst, zu dem neuen Spiel beinhalten. Ich werde euch erzählen, was von EAs Seite schon alles veröffentlicht wurde, was in Ultimate Team alles neu passiert, worauf ihr euch zum Release einstellen könnt und damit ihr einfach bestens vorbereitet seid. Vielleicht wird so eine Art von Video öfter kommen, um euch einfach auf dem Laufenden zu halten und auf dem neuesten Stand. Denn, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, es wird sich einiges tun. Ich habe auch da, das kann ich euch schon mal sagen, letztes Jahr mit einem EA-Mitarbeiter ja gequatscht, Refi, sehr guter Mann, Grüße gehen raus. Und der hat damals schon gesagt, ja, von FIFA 22 zu FIFA 23 wird es nicht so viele Änderungen geben, aber von FIFA 23 zu EA FC 24 wird es größere Änderungen geben. Es startet sozusagen eine neue Ära. Und wenn ihr das Ganze feiert und einfach ein bisschen Liebe da lassen wollt, dann gerne ein Like, Abo und auch ein Kommentar. Ich will gar nicht so viel um den heißen Brei reden. Wir fangen an mit den Änderungen in Ultimate Team, die bis jetzt bekannt sind zum neuen Spiel EA FC 24. Wahrscheinlich größte Änderung, die im neuen Spiel da sein wird und die für eine Menge Gesprächsstoff sorgt und immer noch sorgen wird in den nächsten Wochen und Monaten, ist, dass man in Foot Frauen und Männer zusammen spielen lassen kann. Das heißt, es wird ganz normal Frauenkarten geben in Ultimate Team. Man kann sie ganz normal beim Transfermarkt sich kaufen. Man kann sie in den Packs ziehen, man kann sie in die SBCs reinstecken, man kann sie in ihr eigenes Team packen. Männer und Frauen können sozusagen im selben Ultimate Team zusammenspielen. Jetzt gibt es natürlich viel negative Kritik auch, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Viele beschweren sich und sagen, ja, jetzt hole ich mir das Spiel nicht, voll unrealistisch. Da denke ich mir aber so, hey, seit wann geht es bei FIFA um Realismus? Aktuell spielen Torhüter im Sturm, Manuel Neuer zum Beispiel oder Cech. Also um Realismus geht's ja nicht, ne? Und was ich mich frage ist, wie zeigt sich das Ganze dann in-game? Weil ich meine, Frauen sind dünner und tendenziell kleiner. Und wie ist dann die Physik im Spiel? Also sind die Frauen vielleicht dann die komplette OP-Meter, weil sie halt klein und beweglich und wendig sind? Spielt man dann vielleicht auch nur noch mit Frauen im Ultimate Team? Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze dann auch zeigt von der körperlichen Physis im Spiel. Wie da die Unterschiede sind. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was da so dann noch kommen wird und wie sich das Ganze in-game dann zeigt. Die nächste große Änderung in Ultimate Team ist Evolution. Evolution ist sozusagen ein neues System, was es schaffen soll, Spieler in seinem Ultimate Team selber zu entwickeln. EA sagt sozusagen, man kann diese Spieler upgraden im eigenen Team. Also man hat zum Beispiel Moukoko, der startet mit Rating 70 und den kann man selber im eigenen Ultimate Team upgraden, bis er halt irgendwann mal mehr Rating hat. Bin ich gespannt, wie das sich dann ausprägt, ob das dann zu OP ist oder ob das irgendwie gar nichts bringt. Wird auf jeden Fall spannend sein zu beobachten. Eine weitere kleine, aber wichtige Änderung ist, dass man bei den Meilensteinen und Aufgaben in dem Season Pass, dass es einen Knopf geben wird, mit dem man alle abgeschlossenen Aufgaben gleichzeitig holen kann und alle Boni gleichzeitig holen kann. In den letzten Jahren war es immer so, man musste jeden einzelnen Meilenstein einzeln abchecken und sich den Boni abholen. Jetzt wird das Ganze mit einem Knopfdruck gehen. Finde ich persönlich sehr, sehr gut. Nächste kleine Änderung, aber auch coole Änderung, wie ich finde, es wird keine Positionsmodifikatorkarten mehr geben. Das heißt also sozusagen, wenn ein Mbappé links und im Sturm spielen kann, dann könnt ihr ihn links hinstellen, aber ihr könnt ihn auch im Sturm hinstellen. Ihr müsst nicht extra eine Positionskarte dafür verwenden. Weitere kleine, aber auch gute Änderung ist, dass das Chemiesystem der Icon-Karten überarbeitet wird, sodass die Icon-Karten einen noch positiveren Einfluss auf die Mannschaftschemie haben, was ich persönlich für gut halte, denn die Icons waren dieses Jahr fast unbrauchbar und im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich so sein, dass sie die Chemie deines Teams boosten, was auch so sein muss, finde ich, bei Icons. Heißt aber auch, dass das
grundsätzliche Chemiesystem wahrscheinlich das gleiche bleiben wird. Was ist eure Meinung zu den Änderungen in Foot? Schreibt es gerne in die Kommentare. Dann kommen wir zu weiteren Änderungen und Leaks, die EA FC schon rausgehauen hat. Gameplay wird mit Hyper Motion 5 sein. Das ist sozusagen eine neue Variante, Animationstechniken etc. Denke ich aber nicht so viel drüber nach, weil im Endeffekt Gameplay wird dann halt Gameplay sein. Ob Hyper Motion 5, 3, 2 oder 1, keine Ahnung, wird sich dann zeigen. Dann wird es Playstyles geben. Das heißt sozusagen, jeder einzelne Spieler hat einen bestimmten Spielstil und diese charakteristischen Fähigkeiten werden in-game eine Rolle spielen. Das verspricht zumindest EA. Das war's zum Thema Gameplay. Viel mehr haben sie da noch nicht rausgehauen. Dann noch eine weitere coole Sache, die für mich persönlich nicht so wichtig ist, weil ich den Modus nicht so spiele, aber für euch da draußen bestimmt. Pro Clubs. Pro Clubs wird es Crossplay geben, also New Gen. Xbox, die neue und PS5 zum Beispiel können zusammen Pro Club spielen. Finde ich cool, ist für mich aber auch echt an der Zeit gewesen, meiner Meinung nach. Co-op Season versprechen sie auch Crossplay und Foot Co-op. Aber da gab es ja auch dieses Jahr, konnte man schon Co-op online spielen. Mal schauen, ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, aber zum Beispiel eine Co-op Weekend League zu spielen. Lass uns aber da noch ein bisschen abwarten. Es wird natürlich in den nächsten Wochen immer weitere News dazu geben. Es gibt dann auch noch ein paar kleine Änderungen im Karrieremodus. Es wird zum Beispiel Spielerberater geben und verschiedene Spielerberater-Typen. Es wird auch anscheinend die UEFA Youth League geben. Also so ein paar Kleinigkeiten, die ich für cool halte, die jetzt für mich nicht essentiell sind. Wo man aber merkt, okay, EA macht sich Gedanken und will das Ganze einfach nochmal auf ein anderes Level bringen. Unter anderem haben sie sich zum Beispiel die Namensrechte für die spanische Liga geholt. Und da merkt man auch, okay, EA setzt wirklich alles daran, sich die Lizenzen zu holen und dann auch wirklich das Spiel so real wie möglich zu gestalten von den ganzen Namen und Vereinen, Stadien etc. Finde ich wichtig. Ich erinnere mich an die alten Zeiten Pro Evolution, wo Man City zum Beispiel Man Blue hieß und so weiter. Ich finde, das turnt mich immer so ein bisschen ab. Deswegen finde ich es gut. Und dann noch ein ganz wichtiges Thema, Freunde. Wann kommt überhaupt EA FC raus? Offiziell soll das Spiel am 29. September rauskommen. Aber, und jetzt zuhören, ganz wichtig, es gibt ein Pre-Bonus bzw. eine Pre-Order-Möglichkeit, wo man das Spiel schon am 22. September spielen kann. Also 7 Tage früher, wenn ihr das Spiel vorbestellt. Es sind aber nicht nur die 7 Tage früher, die ihr spielen könnt, sondern ihr bekommt auch eine Frauen-Hero-Karte, ihr bekommt 4600 FIFA-Points, ihr bekommt ein Team of the Week 1-Pack, ihr bekommt einen Haaland-Leihspieler und noch ein paar andere kleine Benefits. Also meiner Meinung nach lohnt sich es extrem, FIFA vorzubestellen, nicht nur, weil man eine Woche früher spielen kann, sondern einfach, weil auch die Points und so weiter in Drafts gesteckt werden können und man dann selber nicht so viel aufladen muss, beziehungsweise eigentlich gar nichts aufladen muss, weil man dann einen guten Boost hat zum Start von FIFA und sich dann auch schon das erste coole Ultimate Team aufbauen kann. Das war's, Freunde, von den aktuellen News zu EA FC 24. Schreibt gerne in die Kommentare rein, wenn ich was vergessen habe. Und ja, diskutiert auch gerne in den Kommentaren. Wie findet ihr es, dass Frauen und Männer zum Beispiel zusammenspielen? Wie findet ihr die neuen Änderungen in Ultimate Team? Wie findet ihr das Thema Pre-Order? Holt ihr euch das Spiel schon davor oder wartet ihr, bis es rauskommt? Schreibt gerne in die Kommentare rein und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die Woche. FIFA ist raus. Dankeschön fürs Anschauen und ciao, ciao, Kuss.